Hi Leute, willkommen zu einem weiteren Video zu Clash Royale. Heute wieder mit am Start mit dem Lucius 1, den ihr unten in der Videobeschreibung findet. Und wie ihr schon wahrscheinlich am Titel und Thumbnail erkannt habt, geht es heute wieder um die Truppenspam-Geschichte oder wie auch immer ihr es nennen wollt. Auf jeden Fall gibt es heute Truppenspamming wieder mit dem Baby Dragon dieses Mal als Karte. Das Übliche mit meinen gemischten Riesendecks. Ja, mit Baby Dragon. Warum ist wieder wegen Kommentar, den ihr irgendwo sehen könnt. Entweder da, 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 hier, was weiß ich, wo ihr seht ihn irgendwo hier eingeblendet von dem netten Kollegen. Danke an dich auf jeden Fall. Sein Deck könnt ihr auch sehen auf seiner Seite. Und ja, falls ihr es nachmachen wollt, könnt ihr es machen. Wenn ihr Deckvorschläge habt, sagt sie gerne rein. Und ja, ich erkläre euch, worum es geht in der Runde, falls ihr es noch nicht wisst. Also, hier sind wir in der ersten Runde. Und das Ziel ist eigentlich nur, so viele, in diesem Video zum Beispiel Baby Dragon, zu farmen wie möglich in einer Runde, dass sie gleichzeitig auf der Fläche sind. Ich glaube, so zwei Entweder ihr kennt mich, weil ich das schon mal. Mega Knight! Entweder habt ihr es schon mal mitbekommen, weil ich es mit ihm schon mal gemacht habe. Kann auch sein, dass ihr das mitbekommen habt Oha. von Instagram, TikTok oder sonst was. So werden Ausschnitte nämlich hochgeladen, könnt ihr mich auch Danke, dass ihr dann auschecken. deswegen da seid. Das ist nämlich so geil. Und. Ja, Mega oder Knight! ihr kennt es halt von alten Videos. Ne? Wir haben das mit einigen Karten schon gemacht. Eismagier war schon mal da. Barbaren waren schon da. Pegas waren schon da. Lavahunde waren da. Funkis. Wir hatten einige Sachen. Falls ihr die sehen wollt, Skelette. das ist kein Problem. Fehlen Ja, Skelette machen wir nicht. noch. Aber wenn ihr eine Karte habt, die ihr sehen wollt, unbedingt. Keine Ahnung, der Mega Minion oder Kobolde oder was weiß ich denn. Schaut euch das letzte übrigens gerne an. Das sind die Sperrkobolde. Was ich meine, was sagen wollte eigentlich war, aber dass ihr eure Karte gerne reinschreiben könnt. Welche ihr sehen wollt, wie diese zwei Leute hier, einmal hier Baby Dragon und letzte Folge kamen die Biergoblins, die wo jemand auch sehen wollte. Ja, nur falls ihr die unbedingt Alter, ich sehen habe wollt. nichts gegen Luft. Ich muss so einen Lava umsetzen. Perfekt. Aber ja, soll ich dann anfangen, Baby Dragons zu sammeln oder wie? Oha, der Lavahund ist schon heftig. Deswegen, soll ich schon anfangen dann Auf oder welcher nicht? Seite willst du dort anfangen? Ich, da ist ein Lavahund, also ich muss da. Okay, fang an. Okay, dann fangen wir mal an. Und dann gucken wir. An sich spiegeln wir die erstmal wieder komplett bis zum Ende. Kack. Wir zählen übrigens gespiegelt und geklonte auch. Das ist in jedem Video so. Und ihr habt eine Anzeige hier irgendwo stehen. Wahrscheinlich über mir, wie viele Baby Drinks hier auf dem Feld sind. Die ist nicht immer korrekt. Spätestens ab dem Part, wo ich klone, Oh, kann du es hast sein. Skelette auf meine Reihe gesetzt. Musste ich, weil der Packer meinen Turm zerstört hatte. Ah, okay, Die habe verstehe. ich für extra Oh, gemacht. ja, let's go. So, aber jetzt kannst du da eigentlich ziemlich rein spammen. Okay. Irgendwie werden die aufgeteilt, wenn mein Golem explodet. Ja, die kriegen ein bisschen Schaden vom Golem. Aber nur ein bisschen. Die sind schon mächtig. Ja, Golems weiß ich gar nicht, wie viele du reinknallen darfst. Das ist das Ding. Dann Ein paar acht, okay. schon, aber irgendwann sterben die halt. Spätestens auf den geklonten darfst du keine mehr reinsetzen. Dann mache ich die normalen Golems und Packers. Aber Baby Dragons haben halt das Ding, dass die Flächendamage haben und die haben einen ganz guten Schaden sogar. Was hat eigentlich die meisten Leben in meinem Deck? Golem. In deinem Deck hat es der Golem. Dann wird der Golem wieder gesetzt. Ja, Und der überlebt du es kannst mir nicht. gerne sagen, wann ich denn Du klonen müsstest soll. anfangen, weil die sind verdammt Dann machen wir das stark. jetzt schon. Ist kein Problem. Ja, ich darf jetzt halt nichts setzen, was sie umbringt. Wow, Alter. Ja, ich konnte Yo, leider nur dreimal hardcore. klonen für den Start, Hardcore. aber eine ziemlich gute Leistung. Und ich würde sagen, wir gehen dann deswegen in die nächste Runde und versuchen das zu toppen. Hier in der zweiten Runde eine kleine Änderung haben wir gemacht, dass er statt den Golem die Barbarenhütte hat, weil wir vielleicht dachten, Mega Knight! dass der Golem vielleicht ein bisschen zu viel Damage an den Baby Dranks wird und das Ganze ein bisschen behindern könnte. Aber das wird schon passen. In der Baharenhütte, ja. Aber gut, die Barbhütte ist jetzt da. Ob das viel besser ist, wissen wir ja. Zumindest können die Baby Dranks dadurch nicht sterben. Was schon mal ein Vorteil ist, würde ich sagen. Ja. So, hier den Mega Knight hatte ich Mega noch Knight auf. muss getötet werden. So, dann haben wir den auch aufgehalten. So, meine Barbarenhütte sollte eigentlich reichen, das dorthin. Und wir machen dann einfach so und schmeißen dann Okay, Schneeball. so ein Elixier-Golem. Bitteschön. So, Was soll ich rechts Elixier-Golem. als Verteidigung setzen? Du kannst rechts schon. Achso, du von deiner Seite Ja, links. meine Seite, Du kannst sorry. schon links spammen, wenn du willst. Weil ich glaube, um ehrlich zu sein, wenn du spammst, dann kriegst du einen Turm sogar. Von daher. Spam einfach links rein. Und das wird schon irgendwie klappen. Hoffe ich zumindest mal. Also wir haben jetzt auch kein Ziel, wie viele wir sammeln wollen hier. Das ist jetzt egal, ob wir 10, 20, 50, 100 oder was weiß ich denn schaffen.
Boah, jetzt brauchst du Fliegen. Wichtig ist, wir machen das hauptsächlich, weil vor allem eine Person das von uns haben wollte. Yes. Wir erfüllen Wünsche, wie der Weihnachtsmann. Ja, let's genau. Go. Jetzt, gerade zu Weihnachten, Leute, gibt es viele Geschenke von uns. Leider nicht genug. Daran arbeiten wir noch. Aber naja. Wir gucken mal, wie das hier wird erstmal. Kannst rein, Sven, ruhig. Ne? Ich versuche mein Bestes, aber es ist schwer, stabil zu bleiben. Ich weiß gar nicht, wie viele das sind. Das sind vielleicht 20 oder so. Ja, und das ist nicht gut. Das bedeutet mehr. Mega Knight. Irgendwie ist es so ein Ding, Mega Knight zu schreien, wenn ich Mega Knight setze. Ui, Caramba! Hey, die haben meine Barbarenhütte, die ich gerade erst gesetzt habe, komplett rasiert. Ja, du solltest wirklich. Ich will nochmal klonen können. Ja, ich versuche mein Bestes hier aufzuhalten. Oh, ja. Ja, ich habe versucht nochmal zu machen. Das war leider schlecht von mir, Benner. Ach, wir gehen in die nächste Runde. Ja, in der nächsten Runde. Wir haben nochmal eine kleine Änderung gemacht. Und zwar haben wir die Barbarenhütte wieder weggemacht gegen Friedhof, wie ihr sehen könnt. Ja, das ist Überraschung. Ja, hat eigentlich nur den Grund, dass wir damit bessere Erfahrungen haben. Vor allem in Videos mit dem Funky zum Beispiel. Mhm. So. Da konnte ich auch viele sammeln. Weil ich dann mache ich mal den anderen Turm gleich auch platt. Dann bin ich schon mal fertig. Mega Knight. Und du musst noch beide bei mir zerstören, dann irgendwie am besten, ne? Ich guck mal, habe ich ja was. Packer! Kriege ich den linken Turm, ist die Frage. Ich glaube schon. Ja, das reicht. Der Mega Knight. Oh oh. Perfekt. Level 12 noch. Ja. Der Packer, ich weiß nicht was, aber ich würde empfehlen, du verteidigst ihn irgendwie. Ja, ich muss Baby Dragons dann setzen. Ja, okay. Okay. Ah. Das meinst du. Was hast du gedacht, wenn ich sage Baby Dragons setzen? Das heißt, du willst auf der Seite weitermachen? Eigentlich nicht, aber. Jetzt egal. Ist es wohl ein Muss. Dann machen wir es halt so, ist okay. Darum, was machst du mit dem Lava und? Da setze ich gleich Baby Dream. Mega Knight. Flieg du. Ja, ich muss ein bisschen schneller cyclen. Ja, scheiße, eigentlich sollte ich eine große Fläche machen. Lava und. Nix da so. Mega Knight. Okay, aber das wird schon. Spam einfach rein, ruhig. Du kannst schon rein spammen, glaube ich. Viele kleine Skelette, die sie ablenken. Wundervoll. Lava. Okay, ich hoffe mal, dass es dir gut auffällt auch. Ja, ich mag Friedhof hält. Ja. Problem ist, die spawnen viel zu lang. Das ist ein großes Problem. Lava. Sag mir aber nicht anfangen soll zu klonen übrigens. Oh, weil ich wie so es aussieht, musstest du jetzt. Okay, was machen wir jetzt? Alter, mein Packer wurde zerstört! Okay, jetzt kannst du, wenn du nochmal kannst. Yeah. Ja, er konnte zumindest einmal mehr klonen als normal. Ja, das ist nice. Wir gehen auf jeden Fall noch in eine Runde rein. Also, nächste Runde. Vielleicht klappt es dieses Mal ein bisschen besser. Ja. Mal gucken, wie es wird. Riese, und dann warte ich diesmal, dass ich den Packer selbst bekomme. Jetzt machen wir so. Jetzt müsste der Turm sein auf easy. Und dann gucken wir mal auf der anderen Seite, wie wir das machen. Ein Packer. Aber ja, wie gesagt, auf Community gehen, da könnt ihr abstimmen, falls derzeitig eine Abstimmung da ist. Kann auch sein, dass da keine ist. Aber naja, wir haben erstmal noch ein paar Sachen vor uns. Also ihr könnt euch noch freuen auf zwei weitere neue Karten, die kommen werden, dann nach dem hier. Der und Giant. Wir haben letzte Folge, haben wir den Baby, die Baby Dragon machen wir gerade. Wir haben die Spear Goblins gemacht, letzte Folge. Die könnt ihr gerne auch überprüfen, wenn ihr wollt. Sind die neuesten, die derzeit draußen sind, mit natürlich dem hier, wenn ihr das seht. Aber gut, mal gucken, wie es wird. Dein so. Baby Drache wird angegriffen. Der Countdown, der wahrscheinlich über mir steht, ist die Anzahl, wie viele Baby Drinks auf dem Feld sind. Aber der muss nicht korrekt sein. Ja, das nochmal hier dazu gesagt. Aber gut, das sage ich immer wieder, bevor es hier irgendeinen Typen gibt, der wo nachzählt und sagt, ja, es sind doch 5 weniger oder so. Es kann sein. Aber gut. Ein Babydrachen sollte gegen den Exiergolem reichen, glaube ich. Oha. Was bei mir Dings nicht gereicht hat. Okay, dann wartest du kurz. Ja, mir egal, sag mir du wann. Sag mir du wann und ich setze dann. Warte, wenn mein. Wie seine Brücke ist. Okay. Jetzt. Okay. Ah, ich musste den Turm eigentlich noch kriegen. Ja, das schaffe ich jetzt noch. Babydrachen reichen ja noch nicht. So. So.
Schöner Frizz. Mein Mega Knight ist auf dem Tisch. Ja, krieg ich, aber das krieg ich hin. Schön, alles klar. Der wird nicht so das Problem sein. Ein Royal Giant. Ein Royal Giant. Ja, der Jump zwar, aber das ist okay, das krieg ich ja, noch okay. Aufgehalten. Ja, jetzt garantiert sowieso, weil. Ich weiß nicht, ob sogar smart wäre, jetzt schon zu klonen. Wäre es smart, jetzt schon zu klonen? Ich glaub schon. Hey, aber sag ich mal. Weiß nicht. Mach mal. Soll ich? Ja. Ich okay. Schaff's eh nicht mehr so perfekt aufzuhalten. Ich werde mal einfach rein und die klonen mal und gucken, wie es wird. Vielleicht ist es nämlich das Bessere beim Baby Drink, dass wir einfach früher anfangen zu klonen. Ich hab nämlich kein Elixir. Fito vielleicht nicht. Mein Riese. Ja, ich glaube, das waren die meisten. Ich weiß es da auch gerade nicht sicher. Aber gut. Ich denke mal, das wäre es dann auch erstmal für die Baby Drinks. Yes. Sind ziemlich schwer zu machen. Vielleicht könnt ihr das besser machen. Hier nochmal unsere Decks. Ich bin auf der einen Seite. Oh, jetzt bin ich auf irgendwas zuschauen gegangen. Ja, das war jetzt unsere eine Runde. Ah, nice. Wunderbar. Schön, ihr habt sie ja schon gesehen eigentlich, deswegen wollen wir sie nicht nochmal sehen. Okay, ich habe ein 7-Jahres-Badge jetzt bekommen. Was? Ich war dabei, nee, Mann. Seit einem Jahr dabei steht es aber, okay, lustig. Okay, noch besser. Jetzt ey, das ist jetzt ein Elite-Badge. Spiele ich seit einem Jahr Clash Royale. Hey, heute, du hast es geschafft. Irgendwie stürzt mein ganzes Ding für da. Ich kann hier oben schauen. 7-Jahre-Badge, Bruder. Sieht irgendwie sehr enttäuschend aus, das 7-Jahre-Badge. Sieht geil aus. Sieht nicht geil aus, muss ich irgendwie sagen. Sieht irgendwie Elite aus. Ich fand das davor besser. Was war's denn, lila? Ja. Ist aber auch egal. Das habe ich schon vorher drin gehabt. Nee, darum geht's jetzt nicht. Und zwar haben wir hier den Baby Dragon Deck, genau. Und bei ihm seht ihr das Riesenlager. Mein Royal das Spamming Deck auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich habe noch auf, unten ihn verlinkt natürlich, falls ihr ihn auschecken wollt, seinen Kanal. Das sind auch meine anderen Social Medias verlinkt. Da kommt wahrscheinlich auch nochmal ein kleineres Video von den Baby Dragons reuploaded von hier. Wird ein Part rausgenommen oder so. Mache ich normalerweise immer. Für die, die es kennen, die wissen es ja schon. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt einen Daumen hoch da für mehr Clash Royale Content. Abonniert den Kanal, wenn ihr weiteres verpassen wollt, könnt ihr auch die Glocke aktivieren. In der Videobeschreibung findet ihr, wie gesagt, ihn und meine Social Medias. Bis zum nächsten Mal und ciao. Leute!